Hier durch Flussern ist eigentlich voll angenehm. Ja, der Fluss geht eigentlich völlig klar. Komm, gib ein bisschen Gas, bisschen Ding mitziehen. Ey, du haust gleich mal einen Hänger um. Wird schon schief gehen. Was ist mit dir, Alter? Probier zu verladen. Geht das? Top. Der macht meinen ganzen Hänger kaputt, ey. Gut, dass ich den einfach, wieder verkaufen kann. Haust den nagelneu, verkaufst den kaputt. Selben Preis. Schattenwolf, moin. Ich zocke auch gerade mit einem Kumpel. Wie geil, ey. Aber ich habe gerade mal die Zementsäcke weggeholt. Gestern Nacht habe ich noch die Ölfässer weggeholt. Ah ne, die Benzinfässer da. Gefühlt bin ich 3000 Mal stecken geblieben. Haben wir auch gerade gemacht. Zement, Öl machen wir jetzt. Ja. Oh, Alter. Mann. Wo waren wir jetzt hin? Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir jetzt gerade noch. Lieferung, Schiebeplan, Auflieger. Der ist da oben irgendwo. Nee. Ach ja, das war über die Insel. Nee, Schiebeplan auflege, mache ich jetzt nicht. Nee, jetzt kein Bock. Michigan rennen, Alter. Das könntest du eigentlich mal machen mit deinem Panzer. Musst du Flaggen erreichen. Flagge, oh Gott. Oh nee, danke, verzichtet. Ja, ich würde jetzt sagen, ich hole mal eben schnell den LKW, den du stehen lassen hast. Ich könnte zum Beispiel währenddessen einen anderen Auftrag machen. Kannst du gerne machen, wie du willst. Ich werde jetzt erstmal, ja, den Anhänger irgendwo loswerden wollen. Gibt hier nur zwei Anhänger. Ich hab's einmal bei der Werkstatt und einmal da oben. Oder lasse ich den erstmal hier stehen? Nö, kommt nicht in Frage, habe ich jetzt auch keinen Bock. Wenn ich die Strecke fahre, komme ich da raus und da steht natürlich der LKW im Weg. Jetzt nimmst du den Auftrag an Arbeit für echte Kerle. Muss ich den annehmen? Ja, sonst kann ich ihn halt nicht machen. Achso, du kannst gar keine Aufträge annehmen. Ich dachte letztens würde das sogar gehen. Nee. Arbeit für echte Kerle, hast du gesagt? Ja, yep, ganz oben bei HSG Forest. Betonplatte und Ersatzteile. Oh, Ersatzteile habe ich irgendwo gesehen auf dem Hänger. Die musst du noch nicht mal holen, die kannst du einfach mal per Hänger holen. Gar nicht, da sind Holzplanken. Ich muss eh wieder zur Werkstatt, also. Autoersatzteile. Ja, aber besser ist, wenn man immer einen Hänger mitnimmt, der irgendwo rumsteht. Ja, da wo ich bin. Hatte hier irgendwo. Ah, ich hab den gefunden, ganz oben. Da berghoch. Da wo du nicht erforscht hast, da. Da, wo du diese Straße bis hochgefahren bist. Ah ja, genau, zum Beispiel. Das ist einer von denen. Genau, da wollte ich auch noch hochfahren, aber da fahre ich jetzt nicht hoch. Mein Scout ist momentan echt ein bisschen leer. Kann leider nur bis 22 Uhr, weil Klassenarbeit morgen. Jo, kein Stress. Kampfkrasser, weißt du doch. Ich bin jeden Abend eigentlich ab 20 Uhr bin ich da. Rennen. Ich glaube, ich hole mir einfach die Dings da, einfach hier mit Kutschaufhänger und so, und dann da kaufe ich mir einfach einen, weil ich habe keinen Bock, da noch so hochzufahren und sowas nicht zu holen. Ja, musst du wissen. Ich hole sie sowieso früher oder später und verkaufe sie alle.
Ob ich noch auch später gleich wieder ausmachen. Morgen kann ich länger und bin auch früher da. Jo, alles klar. Wie gesagt, ich bin meistens zwischen 20 und 21 Uhr erst da. Morgens Mittwoch. Ja. Ja, ist schade. Du willst ja schon wieder Freitag haben, ey. Ja, natürlich. Jo, jetzt wird schnell. Oh. Ach Gott, Alter, hab ich rum. What the fuck? Was denn? Ich bin gerade abgehoben mit dem Dings da und ich lege jetzt deswegen auf der Seite. Sorry. Ja, the fuck. Wie kann man dann abheben? Ja, ich war zu schnell, irgendwie Bug. Dings, irgendwie kurze Zeit schon der Erde oder unter der Welt und dann wurm und hochgeflogen. Sorry. Ja, wo soll ich mir hinkriegen? Ah, das muss man erstmal hinkriegen. Ich verliege alles hin. Digga, bin ich gerade irgendwie falsch abgebogen? Ah, nö, das gehört hier nicht hin. Fuck. Ah, ich glaube, da komme ich durch. Da komme ich durch. Aber wenn ich straight geradeaus fahre, könnte das sein, dass ich da tatsächlich durchkomme. Ja, kurz mal hier die Bremsen gibt es, Alter, mehr Küters als andere. Jo, bin durch. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand. Hab nicht vor anzuhalten. Ansonsten bleibe ich hier stecken, habe ja gar keinen Bock drauf.
vor mir ist dieser beschissene LKW, ne? Ah. Wie make ich das denn? Naja, egal, das kriegen wir schon hin. Wird schon schief gehen. Ich bin gestern mit Sattelzug und LKW gefahren, das kriege ich jetzt auch noch hin. Und das auch noch voll beladen. Also los geht's. Der hängt da richtig ekelhaft fest, muss ich da sagen. Was? Der hängt da richtig ekelhaft fest. Ja? Ja. Gut, Challenge accept. Muss bloß gucken, dass ich mit dem langen Anhänger da durchkomme. Wo hängt er denn überhaupt? Weiter oben. Da hängt er. Sehen. Merkst du? Nee, ich merke gar nichts. Ich hänge gerade mit meinem Anhänger fest. Ich wollte gerade rückwärts fahren. Hä? Naja, das ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig. Eigentlich müsste ich da sogar vorbeikommen. War auch nur eigentlich, ne? Theoretisch. Praktisch und gut. Okay, ich hänge erstmal hier beschissen fest. Gut. Ja. Ja, das macht jetzt nichts. Man hat ja The Magic Seilwinde. Sitze gerade irgendwo auf. Ah, ich weiß nicht. Das Anhänger. Oder auf diesen Stein da. Nee. Achso, Hänger auf dem LKW oder was? Hm. So ungefähr. Ja. So ungefähr. Der Jeep ist noch bescheuert an. Ja, easy peasy, ne, würde ich sagen. Oh. Und auch den Truck mit. Ja, mach ich das doch. Muss nur ein Stück weiter hochfahren. Dass ich erstmal aus dem Gröbsten raus bin. Jo, wir sehen uns morgen, muss offline. Jo, alles klar. Kampfkrosser, ja. Schönen Abend. Ich kann nur noch einen Teil der Mission machen, weil da muss ich auch raufgehen. Ja. Okay, den kriege ich wahrscheinlich so hier nicht raus.
heißt, ich fahre jetzt erstmal hoch, hänge den Hänger ab und ziehe ihn gleich raus. Wenn ich den ewig langen Hänger da rauskriege, kriege ich den LKW da auch raus. So, Hänger bleibt erstmal hier. Anhänger lösen. Ich hätte ihn vorhin einfach mitnehmen sollen, den LKW, dann wäre er schon lange weg. Ja, weil ich doch über den Damm gefahren bin, da wäre ich ja nicht stecken geblieben, weißt du? Wäre schon gegangen. Aber ich habe nicht gewusst, wo die Fässer hin müssen. Hätte ich gewusst, dass die zur Tankstelle müssen, dann hätte ich den LKW gleich mitgenommen. Ja. Aber egal. Hey! Mann! Fährt nicht mal rückwärts, die dumme Sau, ne? Belastet. Ja, ein bisschen, ne? Hast schon die Handbremse? Hast schon die Handbremse drin, weißt? Rutscht trotzdem weiter, die dumme Sau. Belastend. Ja, ein bisschen, ne? Oh, jetzt mache ich Schmusesex mit dem. Nur noch die romantische Musik. Ja, ungefähr. Erstmal Motor kaputt hauen. Gar keinen Bock. Da freut sich ja jemand darauf. Ich finde den Scheibenbruchfahren eigentlich voll easy, finde ich. Was? Ich finde in den Scheibenbruch reinzufahren eigentlich voll einfach. Fährst diesen ersten Stück da runter, vorwärts, und dann fährst du rückwärts bis zum Ende da. Ja. Eigentlich schon, ne? Oh. Eigentlich. Muss aber sich damit eigentlich machen. Eigentlich müsste man den LKW nur vorwärts hier hochziehen, dann würde das auch funktionieren. Ja. Aber rückwärts ist er zu breit. Und da du nicht genug Schmackes holen kannst, das ist ein bisschen schwierig, den da wieder rauszukriegen. Scheiße! Ja, natürlich, man ist ja hier wieder an der Scheiße. Ja, egal. Drauf, bevor ich wieder umgebracht werde. Ja. Ja, und tschüss. Jo, tata. Mach's gut. Ja, auch.
Jetzt drehen wir mal. Guck mal, ob wir das schaffen, den da hochzuziehen, hey. Ich speichere mal. Ja. Handbremse lösen wäre vielleicht mal ein Ding. Piss LKW geht mir so auf den Sack.
Nein, 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 nein! Right here.